Sturm der Liebe, Christoph scheint mit seinen Machenschaften meist ungeschoren davonzukommen. Doch jetzt wird ihm der Prozess gemacht. In der Gerichtsverhandlung könnte sich alles für den Sturm der Liebe Bösewicht zum Schlechten wenden. Das Ende von Christoph Dieter Bach, 54, bei Sturm der Liebe scheint zum Greifen nahe zu sein. Der frühere Ehemann von Alicia ist derzeit vor Gericht, wo er versucht, seine Unschuld zu beweisen. Sturm der Liebe, Christoph in Bedrängnis. Doch vor Gericht verläuft es für Christoph alles andere als gut. Besonders durch Zeugenaussagen von Tobias Max Bayer, 25, dem bei Sturm der Liebe eigentlich etwas sehr Dramatisches hätte passieren sollen, wird er belastet. Doch auch Roberts Lorenzo Petain, 42, Aussage könnte Christoph hart treffen. Er steht nicht gut zu Christoph, was mitunter an dessen Avancen mit seiner Frau Eva Utakakel, 37, liegt. Eva und Christoph haben sich sogar schon geküsst, zwar nur im Traum, doch Roberts Frau hat eindeutig Gefühle für den Angeklagten.